ist die Lage der islamischen Theologie heute in Deutschland? Es gibt derzeit 7 vom Bund geförderte Standorte. Neu hinzugekommen sind das Institut in Berlin und das Institut, was sich jetzt gründen wird, in Paderborn. Ja. Genau. Also es gibt, in Teilen werden sie Institute genannt, Zentren, und in Münster ist geplant, das zu einer Fakultät auszubauen. Mhm. Münster, Osnabrück, Tübingen, Frankfurt, Nürnberg-Erlangen, Berlin, Paderborn. Und Paderborn sind die vom Bund geförderten. Sind die jetzt geförderten. Genau. Ja, ja. Und nun machen Sie hier islamische Theologie. Was lernen die Studenten und Studentinnen bei Professorin Tatari oder am Institut? Entschuldigung, am Seminar. Noch ist es ein Seminar. Ein Seminar. Sobald wir 3 Professorinnen und Professoren berufen haben, können wir zu einem Institut wachsen. Das ist tatsächlich nur eine Größengeschichte. Ja. Je nach Standort und je nachdem, wie ein Standort ausgestattet ist, kann man natürlich unterschiedlich viele Fächer bedienen. Mhm. Also hier in Paderborn werden es 4 Fächer sein. Mhm. Es wird die Koranexegese sein, es wird die islamische Normlehre und Ethik sein, es wird die islamische systematische Theologie sein und es wird die islamische Religionspädagogik und Fachdidaktik sein. Mhm. Die 4 Professuren werden wir im Laufe der nächsten Monate besetzen können. Und die mit der systematischen Theologie ist durch mich ja schon besetzt. Wenn ich jetzt mal so gucke, was Konsens bei allen ist, ist, dass natürlich die Arabischkenntnisse grundsätzliches Element jedes Studiengangs sind. Die Anforderungen sind je nachdem, ob ich das als Volltheologe studieren möchte, als angehender Volltheologe, oder ob ich es studieren möchte im Rahmen meines Lehramtsstudiums, unterschiedlich hoch. Mhm. Und da habe ich dann ein zweites Fach als Lehramtsstudent. Genau, als Lehramtsstudent hat man ein zweites Fach und ein Fach wäre dann islamische Religionslehre. Und da können die Sprachanforderungen nicht so hoch sein, wie wenn ich Volltheologe sein möchte. Aber man soll mit einem Wörterbuch umgehen können am Ende des Arabischsprachstudiums. Man soll mit einer Korankonkordanz umgehen können. Und dann ist der ganze Bereich der Koranwissenschaften natürlich eine zentrale Wissenschaft, die man auch an allen Standorten findet. Die erste, eine der wichtigsten Referenzquellen für muslimisches Denken, Fühlen, für die Wissenschaft, für die Spiritualität. Und rauszufinden, was denn da im koranischen Text steht, der für uns ja sozusagen die Brücke zum Unbedingten, zu Gott ist, weil darüber wir ein Medium haben, mit dem wir sozusagen Gottes Wunsch und Vision für die Schöpfung erfahren können, ist Aufgabe innerhalb der Koranexegese. Das ist natürlich ein sehr verwegenes Vorhaben. Das ist ein schwieriger Text, dieser Koran, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ja, und es ist ganz grundsätzlich die Herausforderung, wie wir als bedingte, unvollkommene Wesen einen Text verstehen, der in einer Relation zu einer Größe steht, die wir als unbedingt und unbegrenzt definieren würden. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Bemühen, ein immer wieder neues Bemühen in der entsprechenden epistemischen Demut. Und das ist, da können wir auf eine tausendjährige Geschichte zurückblicken mit ganz viel Reichtum, und das immer weiter auch fortgeschrieben wird. Also wenn Sie sagen, epistemische Demut übersetzt also eine ich weiß erstmal, ich verstehe nichts und versuche vorsichtig, demütig mich dem Text zu nähern. Und wenn ich ihn nicht verstehe, dann, was mache ich dann? Dann lasse ich ihn erstmal so. Dann habe ich vielleicht eine Hypothese, die ich erstmal stehen habe, von der ich ganz genau weiß, dass eine Hypothese. Ergebnisse müssen immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Und es sind immer vorläufige Ergebnisse, mit denen man auf der einen Seite herausgefordert ist, selbstbewusst umzugehen, aber immer in der Spannung auch zu wissen, ich mache das als Mensch, ich bin fehlbar, ich kann mich geirrt haben oder ich kann einen Teilaspekt wahrgenommen haben. Und es können weitere Teilaspekte hinzukommen, die das Bild facettenreicher machen. Ja.